Hallo zu Kika Live. Ihr könnt euch bestimmt denken, wo ich gerade bin, oder? Sieht aus wie ein Zirkus. Ist ein Zirkus und zwar der Jugendzirkus Basilisk. Das ist in Basel in der Schweiz. Und jetzt stelle ich euch die Akteure des Zirkus vor oder wie sie hier heißen, die Basilisken. Schön, euch kennenzulernen. Ich wurde tatsächlich hierher eingeladen und zwar von Noah und Mio. Zeigt euch mal. Hi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Erzählt mal kurz, warum habt ihr gesagt, wir müssen unseren Zirkus vorstellen? Also vor allem auch, weil wir dieses Jahr das 50-Jährige haben und dass einfach wir das noch speziell feiern wollen. Ich biete mich gerne an, dass ich euch heute helfe, weil ich sehe irgendwie gar keinen Erwachsenen hier. Ist das richtig so? Also die Erwachsenen, sie helfen das Zelt aufzubauen und machen die ganzen administrativen Sachen. Okay, und den Rest macht ihr alles alleine? Ja, also wir machen eigentlich auch Buffet, Putzen, alles alleine. Und du kannst heute auch helfen putzen. Ja, deshalb habt ihr mich eigentlich gerufen. Nein, natürlich nicht. Und in der Show kannst du auch einen Teil mitmachen. Ja, ich kann aber die ganzen Sachen, die ihr könnt, nicht. Aber du kannst es lernen. Okay. Perfekt. Wie viele Vorführungen habt ihr denn am Tag? Normalerweise haben wir eine, aber es gibt auch immer Tage, da haben wir zwei Vorstellungen. Krasses Pensum. Deshalb halte ich euch nicht länger auf, aber wenn du mir das ein bisschen zeigen könntest, wäre cool. Hier in Basel startet unsere Jubiläumstournee. Ein Jahr haben wir an unserer Show gearbeitet. Das heißt, wir haben Choreografien geübt, Kostüme entworfen und Musik ausgewählt. Dabei muss man einen kühlen Kopf behalten, vor allem bei diesen Temperaturen. Wir können uns einfach zuerst ein Eis holen. Ja! Cheers! Cheers! Das hier ist der Maite-Wagen. Voll, ne? Ja. Wir breiten uns auf sehr engem Raum auf die Vorstellung vor. Also das hier sind meine Sachen, mein Blazer und dann einmal bin ich noch so ein Bauarbeiter. Willst du gerade sagen? Wie oft musst du dich umziehen für deine Nummer? 4-mal. Das alles funktioniert nur, wenn man sich hilft. Die Größeren schauen auf die Kleineren. Wie in einer großen Zirkusfamilie. Alle Arbeiten werden untereinander aufgeteilt. Auch Licht und Ton wird von uns bedient. Nur so verläuft die Show nachher reibungslos. Immer eine Gruppe muss dann putzen, damit halt wieder schön aussieht und alles. Kann mir helfen ein bisschen. So, noch kurz den Spaß. So, Nummer. Was glaubst du, könnte ich hinbekommen für die Show? Einfach so einfachere Tricks vielleicht. Ja. Aber ich denke, das bekommst du auf jeden Fall hin. Nur für dein Vorwissen kann artistisch gesehen nichts. Boah, Hammer. Aber wir können auch mit etwas anderem anfangen, so einfacher. Was denn zum Beispiel? Wollen wir mit dem Strecksprung spannen und einfach die Hände so nach oben. Laufen, springen, strecken. Genau. Okay. Landen. Landen ist auch noch gut. Okay. Oh, das war ja ein Angeberding. Fast. Salto. Kann mir das mal jemand zeigen? Ah. Dann wäre es eigentlich ein Salto gewesen. Ich glaube, ich bleibe bei der Flugrolle. Dann wollen wir weitergehen zum Einrad. Ja. Wie steigt ihr auf? Also, ich mache das Pedal nach unten. Ja. Dann kann ich nicht abrutschen, ja. Dann einfach auf. Ja. Und dann geht, dann geht das schon los. Oh Gott, ich brauche auf jeden Fall Unterstützung. Ja. Also, wir können dir auch die Hand geben. Auf jeden Fall, so viele Hände wie möglich. Wie viele haben wir? 6? Ganz, ganz vorsichtig. Ja. 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 Genau so. Okay. Ich muss dann mit dem anderen Bein daran. Ihr müsst mich auch gar nicht unterstützen. Nein. Längs. Ja. Ja. Oh, Entschuldigung.
Okay, ich glaube, das werde ich bis zur Show nicht mehr schaffen. Aber der Purzelbaum kannst du machen. Der Purzelbaum, der ist schon mal ganz gut. Also gehen wir weiter zum Jongler. Ja. Krass. Ein Ball zum Anfang am besten. Ja. Dann einfach so hin und her werfen, damit man das Gefühl dafür bekommt. Und am besten so auf Augenhöhe. Eigentlich sollte man den Ball nicht mehr ansehen müssen, sondern einfach einen Punkt sozusagen fixieren. Ich gucke auf deine Nase. Und dann, weil wenn es dann zum Beispiel drei Bälle sind, dann kann man nicht überall die ganze Zeit hinsehen. Dann kann man zum Beispiel zwei Bälle jetzt. Ja. Wenn der erste Ball oben ist, dann den nächsten werfen. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Mit drei. Oh weia. Man wirft, also die zwei und der dritte kommt dann ab. Oh, das ist jetzt so eine Koordinationssache. Den dritten, den kann man einfach auf den Boden fallen lassen. Ja! Ja, Marjorie! Ich werf den immer nach vorne. Ja. Leute, ich lerne jetzt meine Performance für die Show nachher. Ganz kurze Frage, Noah, wie lange haben wir jetzt Zeit bis zur nächsten Show? Noch knapp eine Stunde. Ach, ich kann noch nichts. Das wird spannend. Drück mir die Daumen. Okay. Hier die Aufstellung. Aber nach dem kommt. So, der Rest ist Überraschung. Ihr dürft jetzt nicht alles sehen. Also tschüss, 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 bis gleich. Falls ihr euch vielleicht wundert, warum ich ganz in Schwarz angezogen bin und ganz viele von denen auch, die die Requisite machen, ziehen sich dunkel an, damit man nicht so auffällt, ne? Ja. Aufmerksamkeit liegt nämlich bei den Artisten und nicht bei denen, die helfen. Sie kommt, auch dann das reintragen. Ja. Und dann, ich denke, sie gehen auf diese Seite. Okay. Und dann so ausrollen. Und dann diese Röhre, es hat so eine Röhre drin, die einfach wieder zurücktragen. Das okay. Professionelle Teppichausroller, ich bin gar nicht nachgekommen. Vorhang zu. Woohoo! Mega gut! Ich habe allerhöchsten Respekt vor euch allen. Macht weiter so, seid so cool. Ihr seid wirklich wie eine Zirkusfamilie und das merkt man so krass. Ich durfte es heute miterleben. Ich war heute eure Schwester. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so lieb aufgenommen habt. Das war Kika Live. Macht's gut. Tschüss! Woohoo!